Nach dem zackigen Knockout im ersten Kampf kommen wir jetzt zum zweiten Kampf des heutigen Abends. Es geht ins Superleichtgewicht, meine Damen und Herren, angesetzt auf 4 Runden. Und die Männer sind dran. Ich rufe in den Ring den Boxer in der blauen Ecke aus Georgien. Herzlich willkommen, Maikash Darandas Tatrishvili. Herzlich willkommen, Maikash Darandas Tatrishvili. Und zu seinem Gegner. Herzlich willkommen heute Abend hier in Hamburg aus Wiesbaden, Ilja Skalusch. Herzlich willkommen aus Wiesbaden, Ilias Kalusch. Und nun zu den Punktrichtern dieses zweiten Kampfes am heutigen Abend. Timo Habichhorst, René Fiebig und erneut Irene Kostenko. Der Mann im Ring, Marco Morales. Und nun zu den Boxern. Der Boxer in der blauen Ecke ist 40 Jahre jung, 1,65 Meter groß, 60,5 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 24 Kämpfe, 9 Siege, einen davon durch Knockout. Er war georgischer Meister im Superleichtgewicht in seiner Ecke, sein Trainer Alexandre Maisuratze. Meine Damen und Herren aus Georgien, Maikash Darandas Tatrishvili. Sein Gegner in der roten Ecke ist 20 Jahre jung, 1,73 Meter groß, 63,5 Kilogramm schwer. Er gibt heute Abend hier sein Profidebüt, tritt an für Sturm Boxing und Legacy Sports Management in seiner Ecke. Sein Trainer Maurice Weber und Sally Yildirim. Meine Damen und Herren aus Wiesbaden, herzlich willkommen, Ilias Kalusch. Die Boxer zur Mitte, the boxers to the center. Attention, my commands, protect yourself all time. Touch close. Die Boxer sind bereit, so let the fight begin. Das Schöne an den Veranstaltungen hier im Universum Gym ist die Tatsache, dass Ismael Ösen Otto immer wieder jungen Talenten die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Und zu diesen gehört Ilias Kalusch in der weißen Hose, der heute seinen ersten Profikampf bestreitet. Und hier mal gleich mächtig zur Sache geht, auch wenn er nicht trifft. Und dabei auf den georgischen Haudegen Maikash Tatrishvili trifft. Ein Junge mit schlechtem Kampfrekord, aber der boxt oftmals besser, als man denkt. Mal abwarten, wie er sich hier aus der Affäre zieht. Gegen Ilias Kalusch. Geht ein bisschen ungestüm zur Sache. Stammt aus Wiesbaden, fährt 3-4 Mal in der Woche nach Köln zum Training zu Maurice Weber. Na, und da geht er schon mal eine Etage tiefer, der Tatrishvili, um die Angriffsfelder möglichst klein zu machen. Profi seit 2012, 9 Kämpfe gewonnen, einen durch K.O. K.O.-Quote von 4,17%, das ist nicht gerade besonders gut. Ja, und er deckt jetzt hier mit Schlägen ein, der muss raus, und ein schwerer rechter Haken. Und da liegt er am Boden, der Maikash Tatrishvili kommt wieder nach oben. Wird angezählt von Marco Morales. Da kommt ein Schrittchen nach vorne. Da kommt das Handtuch geflogen. Der Kampf ist vorbei. Der Trainer Alexander Maisu. So, meine Damen und Herren, während Maikash Tatrishvili gerade noch vom Arzt untersucht wird, kommen wir zur Urteilsverkündung. In der ersten Runde nach 1 Minute 22 Sieger durch technischen Knockout in seinem Profidebüt aus Wiesbaden, Ilias Kalusch. Also, warten wir mal ab, wie es weitergeht mit dem Ilias Kalusch. Der Einstand, der konnte sich sehen lassen.